Werden wir heute den letzten V-Blood in Gloomrot, also Frankenstein, besiegen? Das werden wir heute herausfinden, Leute. Ich bin gespannt. Wir werden auf jeden Fall eine kleine Vorbereitung machen müssen. Ich habe, ja, warum ich Kram hier im Inventar habe. Und zwar war Raid-Wochenende. Ich war einfach hinterhältig und bin in ein paar Basen reingegangen, die halt offen waren. Und ja, habe mich bedient. Hat sich bei einigen Sachen definitiv gelohnt. Erstmal sagen, ich hol den ganzen Kram hier erstmal rein, ja. Was ich überhaupt da habe. Ich glaube, die ganzen Dinger, die Urblut und so, brauche ich gar nicht mehr herstellen. Ich glaube, davon habe ich jetzt mittlerweile unendlich viel. Wir holen jetzt einfach mal noch kurz den Kram so rein, was wir so übertragen können. Das ist wieder alles voll hier. Eine gute Blutpräsenz. Warte mal, ich würde auf jeden Fall sagen, nehmen wir auf jeden Fall einen hiervon mit. Wir müssen es auf jeden Fall ein bisschen ausrüsten. Ja, die hier. Eigentlich müsste ich mir die guten Bluttränke machen. Ich glaube, das mache ich gleich auch. Den haue ich mir gleich rein. Bisschen Silberwiderstand. Brauche ich den? Ich denke nicht, aber safe ist safe. Safe ist safe. Hier, warte mal. Stimmt, ich habe ja die beiden hier auch. Die habe ich aber extra in die Vampirkiste gepackt. Einfach aus dem Grund, weil ich mir nicht sicher war. Okay, egal. Ach so. Das passt so schon. Aus dem Grund, weil Dingenskirchen. Warte mal. Einmal ganz kurz konzentrieren, weil genau der hier hat nämlich noch ein bisschen besseren Trank. Damit ich nicht ausgeraubt werde, halt, ne? Damit ich nicht ausgeraubt werde. Warte mal, wir haben doch noch irgendwo Geisterpilz. Ach, die gehen noch bis 5. Die Geisterpilze kann ich nämlich hier rausnehmen. Und wir das einmal rein. Eigentlich eh genug. Die Samen, die werfe ich jetzt einfach mal weg. Ich weiß, Verschwendung, aber was soll ich tun, Leute? Was soll ich tun? Einmal mir die hier und machen uns... I am missing key ingredients. Die hier, warte mal. Vielleicht machen wir auch einfach so einen Move hier. Wie die doch alle reinhauen. Sehr gut. Dann verschwende ich doch nicht so viel. Dann lassen wir die mal kurz herstellen. Und gleich geht's los zum Frankie. Unseren Frankie-Boss. Ich habe leider nicht genug Pflanzenfaser. Obwohl oben, ich glaube oben. Können aber hier reinhauen. Hier reinhauen. Dann fahre ich den Kram einfach mal hier rein. Sollte ausreichen, würde ich sagen. So. Machen wir so eine Geschichte. Hier genau dasselbe. Wird schon irgendwie passen. Warte mal. Können wir auch mal hier reinhauen. So. Hol ich mir schon mal die Tränke raus. Eigentlich müsste ich die auch auf Mission schicken, ne? Eigentlich müssten die auch auf Mission. Aber gut, genau, ich glaube, ich brauche die Dinger hier, ne? Die brauche ich. Gegen Frankie. Warte mal. Bam. Genau, und zwar habe ich nämlich einen Trank hier noch vergessen. Den müssen wir uns auch mitnehmen. So, sortieren.
Die sortieren wir auch mal. Sehr schön. Sieht doch schon mal ordentlich aus. Ausrüstung haben wir auch komplett. Die richtige Ausrüstung haben auch unser legendäres Schwert. Also Stufe 84 sind wir. Ist, meine ich, die Maximalstufe. Und die können wir uns auch rausnehmen. Reinhauen. Wie auch immer. Und übertragen. Hier haben wir auch, wir haben fast alles. Nur noch zwei Formeln fehlen uns. Auch nicht mehr viel. Echt nicht mehr viel. Sagen, ich hau mir das direkt alles rein, ja. Mal den Bonus hier. Ich habe noch was vergessen. Und zwar die Tränke. Würde ich sagen, können wir die hier ruhig aufbewahren. Die habe ich eh geklaut. Immer so ein Fünferding. Ich denke, das sollte ausreichen. Ob wir den besiegen, weiß es nicht. Ich habe die Kröte ausgewählt, weil die habe ich auch noch nicht gemacht, aber weg jetzt erstmal. Frankie müsste hier oben sein. Ledermaus gestaltet, obwohl wir hätten uns teleportieren können. Egal, fliegen wir eine Runde. Vielleicht sehen wir sogar das ein oder andere Schloss, was noch offen ist. Weiß nicht. Wird aber eh keinen Sinn machen, das wäre nur Ablenkung. Und das war ja auch früher ein V-Blood-Boss hier. Gut, aber Fledermausgestalt, ach, ist das so geil, ne? Ich liebe das. Was eigentlich hier? Hier war ich noch nie. Hier. Hä, was ist denn das? Verdammt, seltsam aus. Warum ist das so, Leute? Kann man da rein? Was für ein Ort? Wird bestimmt irgendwann... Okay, seltsame Base. Wird bestimmt irgendwann mal in einem Update wahrscheinlich irgendeine Rolle spielen. Vorgang läuft. Mine. Der Mine war ich noch nie drin. Kupfer und Schwefelerz ist ja eigentlich nicht interessant. Ich finde. Oder gibt es da noch irgendwas Besonderes drin? Wahrscheinlich ist auch irgendwas Interessantes drin. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich war da noch nie drin in der Mine. Können wir es auf jeden Fall demnächst mal anschauen, aber jetzt, wie gesagt, erstmal hier nach oben. Ab zum Frankie. Wie benutze ich die? Ein Gerät, das die Aktivierung eines elektromagnetischen Impulses auslöst. Kann verwendet werden, um Stromquellen vorübergehend zu deaktivieren. Ich denke mal, dass wir die brauchen, ne? Ansonsten weiß ich nicht, für was man das gebrauchen könnte. Ah. Ja, das heißt, man kann auch nur hier rüberfliegen, ne? Oder kann man das aufmachen? Alter. Ich bin echt gespannt, Leute. Hä? Wir falsch? Warte mal. Und hier unten? Jetzt muss ich mir aber anschauen, hey, wer ist denn hier? Ist dann hier drin? Okay. Oh, das
ist wahrscheinlich für die Tür hier, oder? Alles klar. Adam, der Erstgeborene. Ja, aber wer ist denn hier? Stufe 80 und der ist ja. Versuchen, Leute. Das war mir jetzt nicht bewusst. Ich glaube, ich sollte lieber erstmal den anderen machen, oder? Meint ihr? Sind die überhaupt noch hin? Ach so. Wir aktivieren ihn dann. Ich verstehe. Ich würde tatsächlich sagen, lass das erstmal. Wo ist denn der andere? Geh dann erstmal hier raus. Ich dachte, das wäre der. Ich dachte wirklich, das ist der. Dann schaue ich mir das mal genauer an. Was für ein Boss, der hat wahrscheinlich eine Attacke. Der gibt hier nur eine Fähigkeit anscheinend, die wir brauchen werden, oder? Einmal hier rüber bitte. Wo ist er denn? Welche Richtung? Richtung. Okay, seltsam. Ich hätte jetzt echt gedacht, wir wissen schon was. Frankenstein halt. Oder Adam, Adam, was auch immer. Ihr wisst schon, wem ich meine. Also, ich dachte, ich kann darüber springen, aber anscheinend nicht. Anscheinend kann ich hier nicht rüberjumpen. Nee, nee, nee. Lass mich mal kurz in Ruhe, Bär. Ich muss noch mal kurz auf die Blutspur warten. Ist das noch hier? Einmal kurz schauen. Sehr weit entfernt. Wie? Ach, hier. Festung des Lichts. Ah, das ergibt Sinn. Oh, sag nicht, ich brauche Heiligwiderstand. Festung des Lichts klingt ganz danach, ne? Durch Frankie? Nee. Warte mal. Wo ist hier ein Portal? Ich würde sagen, ich sollte erstmal zurück und mir dann doch einen Heiligwiderstand holen. Weil ich da habe ich jetzt eigentlich auf Frankie eingestellt. Aber da lag ich falsch. Da lag ich leider falsch, Leute. Tut mir leid. Da habe ich einfach eure Hoffnung zerstört. 84 ist so heftig. Hi, Leute. Habe ich das Ding erstmal hier drin. Genau. Heiligwiderstand. Ich hoffe, ich habe noch einen übrig. Warte mal. Habe ich keinen mehr von Heilig. Widerstand, was brauchen wir nochmal? Erstmal die kleinen. Grabstaub, Sonnenblumen. Also. Aber ich bestimmt kein Grabstaub. Na super. Obwohl, warte mal.
sollte doch passen. War nur eins, dann gehen wir einmal kurz hoch. Werfen das Ding einmal an. Damit wir zur Not beim nächsten Mal was parat haben. Dann fliege ich jetzt einfach rüber. Okay. Geht nicht. Ressourcen. Okay. Also, einmal Grabklauen. Ich brauche definitiv Heiligen Widerstand. Schau noch mal ganz kurz, ob wir vielleicht. Gut, zwei. Kann ich mir wenigstens zwei so Dinger machen? So. Also, was brauche ich noch? Grabstaub und. Mehr Wasser aufgebraucht. Sonnenblumen auch mehr als genug. Muss ich tatsächlich wieder Wasser aufbringen gehen. Also die Folge ist ein Hin und Her. Ich dachte Frankie. Irgendwie bin ich ein bisschen traurig. Aber auch nur ein bisschen. Aber ehrlich, als ich gerade vor dem war, ich hatte Schiss. Aber ich denke, die Attacke, die wir jetzt gleich bekommen werden, die werden wir bestimmt brauchen. Vorausgesetzt, ich besiege den Boss überhaupt. Ich weiß natürlich auch nicht, wie stark der ist. Wir werden vielleicht drauf gehen, ja? Weil der in der letzten Folge, der war ja auch schon mies stark, wie ich fand. So, habe ich Trauben. Hier viele. Was für ein Trank. Ja. Gerade so für einen. Super. Also, die soll ich auf jeden Fall auch nochmal sammeln gehen. Irgendwo noch welche rumliegen? Nein. Will ich nicht. So, dann mach mir die mal. Feuer. Vielleicht soll ich auch Feuerschutz machen. Ich denke, das ist auch nicht verkehrt. Fischöl. Öl habe ich auf jeden Fall auch mehr als genug. Einer kann auch nicht schaden. Wer weiß, welche Gegner uns da erwarten. Fischöl und Feuerblüte war das, ne? Oh, mach ich direkt alle. Da haben wir hier. Ne, den. Obwohl, ja, den können wir gleich zur Seite packen. So. So. Knallen uns den Kram rein. Obwohl, schon mein Pferd. Was habe ich auch für eine Markierung gemacht? Alter, die haben alle drei Dinge. Die haben einfach alle drei von diesen Dingern. Also wenn die nicht am Wochenende geradet werden, weiß ich auch nicht. So. Markieren wir uns mal. Und let's go. Wir kriegen es hin. Hab ja irgendwie so meine Bedenken. Es ist. Ich glaube, das wird nicht easy. Ich will einfach nur schnell hier durch. Hopp durch. Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Ding ist, hier oben ist kein Schatten, ne? Ah, nicht gut. Aber gut, dass ich einen Trank getrunken habe, ne? Wie wir sehen. Oh.
Verdammt, die Sonne. Braucht man hier Heiligwiderstand? Hier sind keine Leute. Hier nur der Boss. Also dann kann ich einfach rein. Wie heißt der? Aus der Unbefleckte, ein legendärer Paladin des Lichts und der älteste lebende in der Kirche. Ah, das klingt schlimm. Alter, was ist das für ein Raum? Was für ein Raum? Alter. Was? Ja, mit dem ist auf jeden Fall nicht zum Spaßen. Bin ich ready? Komm. Ich glaube, der wird uns auseinandernehmen. Was? Your end is nigh. Alter. Natürlich. Your end is nigh. This is Luminance. Alter. Okay. Was ist das? Was? Engel? Alter. Das ist hart. Ernsthaft? Das ist nicht cool. Den muss ich irgendwie schnell wegkriegen, Leute. Alter. Nicht witzig. This is Luminance. Was? Hat er sich geheilt? Wie soll ich das schaffen? Oh. Der Finito? Der Engel? Oh, der hilft mir. Oder? This is Luminance! Bringt aber nicht viel, weil ich... Ich halte es nicht lange aus. Alter, was? Oh, ja.
wir den? Alter. Die dreht ja völlig durch. Ja. Boah, Alter. Was war das für ein Kampf? Aber krass mit den gefallenen Engeln, ne? Alter. Boah. Taste of knowledge. Also, das war jetzt. Yet another accomplishment. Oh, das. Was habe ich für eine Attacke bekommen? Heiler Engel beschwören. Beschwör einen gefallenen Engel, der 15 Sekunden lang für dich kämpft. Verdammung. Oh, das ist cool. Hier fehlen noch zwei Art. Ja gut, ich habe halt einfache nicht gemacht, aber. Und dann kämpfen, das ist schon nice. Ich glaube, die Attacke nehme ich mir rein. So, wie sieht der denn aus? Nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Na gut, wir sagen, wir sollten hier schnell raus. Für Frostblitz, alles klar. Würde ich sagen, schnell zum Portal. Dann habe ich, wie gesagt, nur noch hier so ein paar billige. Ihr wisst schon, was ich meine. Die ich nicht gemacht habe, die sich nicht so gelohnt haben. Das heißt, einzige, den man dann noch besiegen sollte, ist Erbenträger. Okay, ah, ich verstehe. Das sind auch nochmal spezielle Bosse. Das heißt, die Solo-Bosse, die habe ich eigentlich easy gemacht, aber was ist mit denen? Ich bin auf einem 4er PvP-Server. Die zu hart für mich? Sind die eventuell zu krass für mich? Könnte durchaus sein, oder? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich gehe jetzt erstmal zurück. Aber warte mal, wenn ich jetzt hier drauf gehe, auch bei denen. Okay, die haben anscheinend auch irgendwelche Zauber, die die eingeben. Füge Streck. Plateau, die 1 von Draculas Lieblingshaus. Okay. Behemoth. Interessant. Okay, das sollten wir auf jeden Fall als nächstes in Angriff nehmen. Vielleicht mit der neuen Spezialattacke. Wer weiß. Vielleicht geht das Hand in Hand. Ich würde aber erstmal sagen. Die Waffe mal hier rein. Also der Kampf, der war schon nicht schlecht. Ich fand ihn schon crazy. Muss schon sagen. So, den lagern wir erstmal hier drin und Platz hier rein. So. Leute, ich würde sagen, das war's auch wieder mit dieser Folge. Wie immer, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.